ein ungünstigeres Ökotox-Profil als Buprofezin. Sie sind mitteltoxisch für Rabenmilben und Maienkäfer, toxisch für flochfliegende Bienen, gefährlich für Wasserorganismen. Und das ist alles. Piretroiden wie Karate zum Beispiel sind im Rebberg nicht erlaubt, weil sie zu toxisch für Münzlinge sind. Neonicotinoiden wie Confidor sind vorläufig in der Schweiz im Weinbau nicht bewilligt wegen Bienentoxizität. Und Wirkstoffen wie Indoxacarb-Stuart zeigten in unseren Bedingungen nur eine schwache Wirksamkeit im Vergleich mit Buprofezin und Indoxacarb wurde nicht zugelassen. Diese gute Buprofezin-Wirkung kann ich hier zeigen. In blau die behandelte Parzelle und in rot hier die Kontrolle. Und die Pfeile hier sind für die Behandlung. So eine sehr gute Wirkung auf Larven, die sich auf, sogar auf Adulten verlängert. Sie sehen hier die gute Wirkung, die sich verlängert. Und bis anhin wurde es möglich, im Tessin nur Larvizide zu benutzen. Keine Adultizide-Behandlungen wurden im ganzen Tessin angeordnet seit 2007. So nur zwei Behandlungen. In Bio-Rebbergen, zuerst muss ich präzisieren, dass es keine bedeutsamen Bio-Rebbergen mehr in Tessin gibt, wegen Schwarzfäule-Problemen. Es ist ein bisschen erstaunlich, ich weiß, aber es ist dumm. Agroscope hat trotzdem mehrere Produkte getestet, um eine Strategie anzubieten. Ein einziges Produkt ist zurzeit im biologischen Weinbau bewilligt. Es handelt sich um eine Mischung von Sesamöl und Piretrin, die unter dem Namen Parexan S und Piretrin FS gekauft ist. Drei Behandlungen sind hier nötig, ab dem ersten, dritten Larvenstadium und im Abstand von 12 bis 14 Tagen. Das Ökotox-Profil ist leider nicht sehr günstig. Mitteltoxisch für Blumenmansen zum Beispiel, mitteltoxisch bis toxisch für Raummilben und Maienkäfer, glücklicherweise nicht bienentoxisch, aber gefährlich für Wasserorganismen. Andere Produkte wie Spinosad und Mineralöl wurden auch geprüft, aber ohne gute Ergebnisse. Und Mischungen von Rapsöl und Piretrin wie Spruzit Neu zeigte gewisse Phytotoxizität auf Merlot-Trauben. Sie können das vielleicht hier sehen, aber wegen dieser Phytotoxizität wurde Spruzit 9 nicht in der Schweiz bewegt. So, die Wirksamkeit von dieser Strategie kann man hier sehen. Im Vergleich, das ist die Wirkung hier und das ist Buprofezin hier in blau und Sesamöl und Piretrin in rot. Und es ist wirklich, die drei Behandlungen mit Sesamöl und Piretrin sind effektiv wie zwei Buprofezin-Behandlungen. Sie sehen hier Spinosad und es ist wirklich ungenügend hier mit nur 40% Wirkung. Okay. Gibt es negativen Behandlungen Einflüsse auf Raubmilben? Verschiedene Versuche wurden in der Schweiz durchgeführt, um diese Problematik besser einzuschätzen. Buprofezin hier in blau zeigte in allen durchgeführten Nebenwirkungsversuchen eine geringe Toxizität. Hier haben Sie die Toxklasse neutral, mitteltoxisch und toxisch. Im Gegenteil, Sesamöl plus Piretrin und Spinosad in gelb hier sind eher toxisch. Sie sehen hier die Toxizität. Wir haben aber bemerkt, dass es verschiedene artspezifische Sensibilitäten im Feld gibt. Wir haben bemerkt zum Beispiel, dass Amblyseus andersoni, eine Raubmilbenart, empfindlicher als Typhlorhomys pyrii ist. Es ist aber zu fürchten wirklich, dass wiederholte Piretrin-basierende Behandlungen zu einem starken Spinnmilbenpopulationenaufstieg führen könnten. Kurz gefasst jetzt die hauptsächlichen Erfolgsbedingungen für eine gute Vektor- und Krankheitsbekämpfung. Alle Maßnahmen müssen wirklich eingesetzt werden. Man kann sich nicht nur auf Insektizide stützen. Eiswasserbehandlungen sind nur ein Teil des Erfolgs und so weiter.
Das Verhalten des Winzers ist entscheidend. Zwangsmaßnahmen sind in Kraft, aber es ist für die Behörden unmöglich, alle Rebparzellen zu kontrollieren. Deshalb eine gute Ausbildung, Information und rasche Reaktion, wenn nötig, sind wirklich Schlüsselelemente. Für eine optimale Bekämpfung und Prophylaxe braucht es auch natürlich ein optimaler Warndienst. Monitoring des Vektors und der Krankheit ist deshalb sehr wichtig in befallenen Gebieten, aber auch in nicht betroffenen Regionen. Man muss wirklich die Verteilung von Scaphoideus und vor der Krankheit kennen. Und wenn Spritzungen nötig sind, müssen sie auch sehr sorgfältig durchgeführt werden. Das haben wir schon gesehen. Gute agronomische Praxis ist sehr wichtig. Und in befallenen Regionen, wo Scaphoideus und Goldgelbe Vergilbung vorhanden sind, müssen wirklich alle Rebberge behandelt werden. Das heißt leider, dass nicht nur Profis spritzen müssen, sondern auch Hobbywinzer müssen ihre Rebberge schützen. Und es ist wirklich nicht immer einfach, Hobbywinzer zu überzeugen. Und das letzte, aber vielleicht wichtiger Punkt, ist wirklich verdächtige Fälle unbedingt melden. Dieses Beispiel hier illustriert, wie schnell eine Epidemie sich ausbreiten kann. Hier ist ein Bild von dem ersten Flavescens doré in Tessin, in Pedrinante. In Rot haben Sie die kranken Rebstöcke mit Symptomen 2004, dann in Gelb, ja, es ist eher grün hier, die Pflanzen, ja, es ist grün, ich weiß nicht warum, die Pflanzen mit Symptomen 2005 und die positiven Pflanzen ohne Symptomen 2005 in Violett. Die ganze Parzelle wurde natürlich in 2005 vernichtet. Aber dieser Fall zeigt klar, dass die Meldung hier viel zu spät gemacht wurde. Mit einer früheren Meldung hätte man hier vielleicht die Vernichtung vermeiden können. Wieder Ausbildung, Information und Winzers Einsicht sind deshalb wirklich entscheidend. Eine frühe Meldung und Vernichtung, wo Scaphoideus vorhanden ist, ist wirklich grundsätzlich für uns. So, wo sind wir jetzt nach 6 Jahren von obligatorischer Bekämpfung im Tessin? Man kann sagen, dass die Epidemie unter Kontrolle ist, aber man muss auch ausgeben, dass trotz aller Zwangsmaßnahmen goldgelbe Vergilbung immer noch vorhanden ist. Es ist ebenfalls auch der Fall in allen anderen betroffenen Ländern wie Frankreich und Italien. Es gibt noch viele offene Fragen, wie zum Beispiel Einfluss von Insektiziden auf Biodiversität. Sind Insektizide die einzige Lösung oder gibt es Alternativen? Kann oder muss man nicht mit Flavescens doré leben zu lernen? Könnte man nicht die Bekämpfung optimieren, zum Beispiel durch Scaphoideus-Modellierung? Könnte man nicht eine bessere koordinierte Bekämpfung durchführen? Kennen wir wirklich die Biologie und Verhalten der Krankheit? Und haben andere Vektoren oder Wirtspflanzen wirklich eine Bedeutung und so weiter? Sie sehen, dass es wirklich noch viele Arbeitsthemen gibt und ich möchte jetzt an einige von diesen Fragen gehen. Die erste Problematik, die ich angehen möchte, ist, wie kann man obligatorische Insektizidenbekämpfung mit Lebensraum Rebenberg vereinigen? Ist es nur möglich? Jeder Winzer hier will den Lebensraum Rebenberg schützen, fördern und pflegen. Und die Erhaltung der Kulturlandschaft, der Bodenfruchtbarkeit und des sauberen Wassers sind für alle wichtig natürlich. Und alle hier wissen auch, dass Rebberge und ihre Umgebungen eine reiche Fauna und Flora beherbergen und Lebensraum für viele Nützlinge und bedrohten Arten bieten. Ich möchte jetzt noch einige Beispiele zeigen, um diese Biodiversität in Rebbergen besser zu erläutern. Weinbau ist eine Monokultur und das lässt sich nicht von der Hand weisen, aber das heißt nicht, dass Rebberge artenarm sind. Im Vergleich mit Ackerbau zum Beispiel beherbergt Rebberg eine große Artenvielfalt. Begrünung, Landschaftsstrukturen wie Gebüschgruppen, Hecken, isolierte Bäume und Trockenmauern, Magerwiesen spielen für Biodiversität eine sehr wichtige Rolle. Hier sieht man zum Beispiel die Arthropodenabundanz zwischen einem offener in Blau und ein natürlicher begrünter Boden. Klar ein Vorteil der Begrünung.
Der Winzer kann hier eine sehr aktive Rolle spielen, um diese Biodiversität festzuhalten und fördern. Mit Flora zum Beispiel, Begrünung hat stark in diesen letzten Jahren in mehreren Rebbergen zugenommen und man konnte zum Beispiel zeigen, dass in der Westschweiz mehr als 200 Pflanzenarten in Rebbergen beobachtet können werden und dass Rebberge viele wenig häufige Pflanzenarten beherbergen, wie zum Beispiel Orlaia grandiflora hier, die nur noch in der Schweiz in Wallisoner Rebbergen wächst. Während dieses Monitoring hier konnte man auch herausstellen, dass gewisse Rebberge mehr als 70 Pflanzenarten beherbergen konnten und dass im Durchschnitt ungefähr 30 Pflanzenarten anwesend waren. Diese Nummern sind höher als im Ackerbau zum Beispiel. Diese Begrünung fördert auch Nützlinge, besorgt Schutz gegen Erosion, impliziert auch ein geringer Herbizideinsatz und ein geringes Gewässerverschmutzungsrisiko. Rebbergbegrünung hängt stark von der klimatischen und Bewirtschaftungstechnikbedingungen ab. Diese Techniken haben natürlich einen großen Einfluss auf Flora-Diversität, aber auch auf Mikro- und Makroorganismendiversität. In diesen letzten Jahren konnte man zeigen, dass Bodenraummilbendiversität bis 40 Arten in der Schweiz geringer war in Herbiziden behandelten als in begrünten und hier alternierende Begrünung Böden waren. Sie haben hier die Diversitätindex und Sie können sehen, hier Herbizid und hier begrünt und hier alternierende Begrünung. Weitere Studien haben in der Schweiz auf die Arthropon-Artenvielfalt hingewiesen, insbesondere für Heuschrecken. 10 bis 30 Arten wurden in Rebbergen gefunden und für Spinnen 70 bis 80 Arten. Die letzten faunistischen Studien zeigten auch, dass 18 Brutvögelarten, die sich nicht an den Trauben ernähren, in Wallisern Rebbergen lebten, in darunter